Guten Abend. Es gibt ja immer wieder Horrormeldungen und so wie 70 Liter pro Quadratmeter fielen heute in so und so oder da und da. Ja, gut. Wie hoch ist denn das? Und wie kann man die Regenmenge messen? Aber dazu jetzt mal die Frage: Wie hoch steht denn das Wasser? Wenn man den Fernsehberichten glauben will, dann sieht das so aus, als wenn das gleich ein paar Meter hoch steht und so weiter und so fort. Und solche Dinge passieren dann alle und dann denkt man sich, ja, wie ist es denn? Ich gebe mal ein paar Sachen vor. Ja, ein Quadratmeter durch 2, das wären dann 0,35 Meter hoch nur. Oder sogar 0,7 Meter oder 7 Meter oder wie viel? Tja, es sieht aus wie das Hellblaue, ne? Also zur Lösung. Ich mache mal eine kurze Pause und ihr überlegt mal kurz, wie ihr da rangehen würdet und dann gebe ich weitere Anhaltspunkte. Erster Anhaltspunkt. Um auf einen Quadratmeter die Höhe zu bestimmen, muss ich mir denken, es wäre ein Quader mit einer Grund- und Deckfläche von einem Quadratmeter. Also kann ich doch sagen, dieser Quader muss, wenn ich 70 Liter pro Quadratmeter habe, ein Volumen von 70 Kubikdezimeter haben. Richtig? 70 Liter, 70 Kubikdezimeter ist das gleiche. So. Und ich weiß was. Ich weiß nämlich, das Volumen eines Quaders, ich mach mal VQ, wird errechnet als Grundfläche mal Höhe. Und hier ist die Höhe. Und dann sind wir schon fast fertig. Wenn ich jetzt sage, okay, die 70 Liter, die weiß ich, 70 Kubikdezimeter, ist gleich Grundfläche, die weiß ich auch, ein Quadratmeter und dann mal Höhe. Wenn ich jetzt gleich sage 70 durch 1, dann ist das 70. Nee, so geht das nicht. Wir wissen ja, gleiche Einheiten müssen hergestellt werden. So, und wie kommt man an diese Einheiten ran? Ich werde mal einen Link anfertigen oder mehrere Links hier oben. Da erscheint dann so ein I. So ein I und da kann man dann drauf gehen und nochmal auf Flächenberechnung und Einheiten umwandeln und solche Sachen. Drauf gehen, das Video wartet hier. Geht da ruhig mal drauf und guckt dann weiter. So, wenn ich das mache, wie muss ich das dann umwandeln, das eine Quadratmeter oder die 70 Kubikdezimeter in Kubikmeter? Ich schlage mal vor, ihr wandelt mal ein Quadratmeter in Quadratdezimeter um. Ich mache mal Pause und dann sehen wir uns wieder. Na, nochmal ein Tipp. Ein Quadratmeter ist ja ein Meter mal ein Meter, aber ein Meter sind 10 Dezimeter. Dezi, der zehnte Teil. Also 10 davon, ne? 10 Dezimeter mal 10 Dezimeter. Und 10 mal 10 ist 100 Quadratdezimeter. Ne? Dezimeter mal Dezimeter ist Quadratdezimeter. Und 10 mal 10 ist 100. Na, jetzt wird es schon besser. Jetzt machen wir mal weiter. Jetzt sagen wir, okay, 70 Kubikdezimeter ist gleich 100 Quadratdezimeter mal h. So, und wenn ich jetzt h alleine stehen haben will, dann stört mich mal 100 Quadratdezimeter, also teile ich durch 100 Quadratdezimeter. Und die neue Zeile heißt dann 70 Kubikdezimeter ist gleich, hier hebt sich auf, ist nur noch h durch die 100 Quadratdezimeter. Und jetzt wird es leichter. Denn hier kann ich Quadratdezimeter entsprechend kürzen. Ich mache das mal in grün. Durch Quadratdezimeter ist 1 und Kubikdezimeter durch Quadratdezimeter ist nur noch Dezimeter. Oh, na, das ist ja schön. Jetzt kann ich auch noch Nullen wegstreichen und sage, 7 durch 10 ist gleich 0,7 und die Einheit Dezimeter. Das ist h. Na, jetzt müsste es eigentlich einfach sein, ne? Jetzt habe ich ja das, was ich will. 0,7 Dezimeter sind aber, anders ausgedrückt, 7 Zentimeter. Und das ist h. Wenn ich das, na, wenn ich das jetzt hier mal in blau schreibe, dann wissen wir, was gemeint war. Also, ich habe raus 7 Zentimeter. Jetzt zum Thema Regenmesser. Also das wäre es, ne? Das sind gleich 7 Zentimeter, mehr nicht. Warum dann solche großen
Seen oder ganze Straßen mit einem ganzen Meter überflutet werden, liegt daran, dass das Wasser aus allen Richtungen auf die Straße läuft und dementsprechend, wenn die Straße in einem kleinen Tal liegt, ne, die ganze Sache ansteigen lässt. So, aber wie kann ich mir ein Regenmesser bauen und sagen, dann weiß ich, wie viel Liter pro Quadratmeter geflossen sind. Na, ganz einfach. Wir müssen mal überlegen, dieser Quader hier, der besteht ja aus ganz vielen kleinen Quadern. Kleinen Moment, ich mache mal eine kurze Pause und zeichne das nochmal hin, das geht besser. Ich habe mal schnell so eine Skizze hingeschmiert. Wenn ich also diesen Quader von einem Quadratmeter Grundfläche habe, kann ich doch lauter kleine Quader ausschneiden. Ich könnte ja kleine Quader herausteilen und überall sind die kleinen Quader genauso hoch wie diese 7 cm, also diese hier. Die 7 cm ist die Höhe von allen kleinen Quadern, die ich auch immer rausschneide. Und demzufolge habe ich es ganz leicht. Ich brauche bloß mir ein zylindrisches, also nicht irgendwie ein trichterartiges Gefäß, sich verjüngendes Gefäß zu nehmen. Ein zylindrisches, ob das rund ist oder viereckig, ist vollkommen egal. Wenn ich also, nehmen wir mal, ganz egal welche Form, das sind dann 70 Liter 7 cm. Also brauche ich bloß eins zu machen. Ich nehme mir irgendein zylindrisches Gefäß und mache hier einfach eine Skala dran, klebe da meinetwegen so ein Maßband dran oder weiß der Kuckuck was, in Zentimetern. Meinetwegen auch in Millimetern. Wenn ich also sage, 1 Zentimeter, dann wären das also 10 Liter. Oder wie? Oder was? Natürlich. Wenn 7 cm 70 Kubikdezimeter, also Liter entsprechen, dann muss 1 cm, ich schreibe das mal hin, 1 cm entspricht dann 10 Litern. So, und wenn ich 1 cm als 10 Liter nehme, dann weiß ich, was 1 Millimeter, wenn ich das den Regen aufgefangen habe, entspricht, das ist dann 1 Liter. Und schon kann ich anhand meiner Skala am besten Maßband nehmen. Irgendwo gibt es auch von Ikea schöne, die klebt man dann einfach ran und sagt, ja, die Vögel zwitschern und sagt dann, okay, dann habe ich den einfachsten Regenmesser der Welt. Für nix und wieder nix, so ein zylindrisches Gefäß, das wird man wohl finden. Ne? Wenn es geht, aber wirklich zylindrisch, das heißt auch mit einer entsprechenden glatten Grundfläche. Also so eine abgeschnittene Cola-Flasche dürfte nicht funktionieren, weil die ja hier abgerundet ist. Ne? Dann wird das Ergebnis hier unten auf jeden Fall ungenau und alles, was danach folgt, auch. Also das, eine Cola-Flasche abzuschneiden, wäre in dem Fall keine gute Idee, weil hier in diesem Bereich, da wird es ungenau und macht mir alles andere auch ungenau. Na gut, ich denke mal, das reicht für das Thema. Ich werde jetzt zum Schluss noch ein paar Links anfügen und ich sage ja immer, Leute, macht was. In diesem Fall sage ich, macht was, also übt das mal und stellt ruhig mal jeden, der gerade über Regen spricht oder was auch immer, können Erwachsene oder Kinder sein, ganz egal, stellt mal diese Frage. Was? 50 Liter hat's Radio gesagt. So viel. Wie viel Zentimeter müsste das Wasser auf einem ganz plan liegenden Quadrat dann sein? Na denn, ich wünsche was. Bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.